Ja, das Lebenswerk, das war ein Aufruhr, als am Mittwoch die Nachricht rausging, wer in diesem Jahr der Preisträger der Goldenen Henne Lebenswerk sein wird. Karel Gott wurde vermeldet und die Fans standen Schlange. Jeder wollte hier in Leipzig noch mit dabei sein, wollte ihn natürlich hier live auf der Bühne erleben. Und dann passierte das Unglaubliche, ein Fernsehsender, ich sage gleich vorweg, es war kein Öffentlich-Rechtlicher, schrieb am Abend in seinem Teletext: Gott bekommt die Goldene Henne. Ja? Da standen die Telefone nicht mehr still, meine Damen und Herren. Der Papst rief an, Dr. Alban wollte sein Singen Halleluja natürlich performen. Da wollte plötzlich jeder hier in Leipzig dabei sein. Aber wir haben natürlich immer von Karel Gott gesprochen. Und wir freuen uns sehr, dass er heute hier bei uns ist. Er sieht besser aus denn je, das kann man nicht anders sagen. Es geht ihm gut. Seine Fans waren in großer Sorge, ob der vielen schlechten Nachrichten, die uns da erreicht haben. Aber dann endlich vor einem Jahr war das große Comeback bei Florian Silbereisen im Schlagerboom. Und da haben sie ihn endlich wieder auf der Bühne gesehen. Fang ich zu singen an, fühl ich mich als junger Mann, als hätte ich gerade angefangen, als wäre dies mein erster Song. Lieber Karel Gott, wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend bei uns sind. Ich weiß nicht, inwieweit Sie Kommentare in den sozialen Netzwerken lesen, aber nach diesem Auftritt ist mir ein Kommentar besonders in Erinnerung geblieben. Da schrieb eine Frau, er sieht so unglaublich gut aus mit seinem Drei-Tage-Bart, so richtig sexy. Ja? Hat Ihnen das jemand überreicht? Hat Ihnen das jemand gesagt, dass das gesagt wurde über Sie? Also er hat ihn zum Glück immer noch, meine Damen und Herren. Und Sie werden ihn gleich hier bei uns auf der Bühne sehen. Den Preis darf ihm aber heute Abend eine Frau überreichen, die ganz fester Bestandteil hier bei der Goldenen Henne ist, Jahr für Jahr hier dabei ist, die schon als Kind ein großer Fan, ein öffentlich bekennender großer Fan von Karel Gott war und es bis heute geblieben ist. Herzlich willkommen und guten Abend. Hier ist Stefanie Hertel. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Lieber Karel, ich freue mich so sehr, dass ich dir heute die Goldene Henne für dein Lebenswerk überreichen darf. Denn wir kennen uns schon so lange. Wir haben uns kennengelernt 1988, ich weiß noch ganz genau, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Und zwar in der legendären Fernsehshow zwischen Frühstück und Gänsebraten. Du hast damals gesungen, alle Jahre wieder, und ich war noch so klein. Ich war gerade mal 9 Jahre alt und konnte es kaum glauben, dass ich jetzt den Mann kennenlerne, der das wunderschöne Lied von der Biene Maya singt. Denn ich war natürlich zu der Zeit ein riesengroßer Fan von Biene Maya und von diesem wunderbaren Lied. Und als meine Tochter in dem Alter war, da war sie natürlich ebenfalls deiner Stimme verfallen, dank Biene Maya. Und wann immer wir uns zu irgendwelchen Shows getroffen haben, war ich immer wieder unglaublich beeindruckt. Von dir, von deiner Professionalität und von deiner Menschlichkeit. Du warst immer so lieb zu mir, obwohl ich damals ja wirklich noch ein ganz kleines Mädchen war. Und deine Lieder, die haben mich wirklich das ganze Leben lang begleitet. Angefangen von der Biene Maya, dann Fang das Licht, das ich ja selbst hunderte Male gesungen habe. Und Babitschka, das mein Papa viele Jahre lang gesungen hat. Herrliche Geschichten könntest du berichten. Zum Beispiel von deiner Zeit in Las Vegas. 1967, meine Damen und Herren, stand er mit den ganz, ganz Großen auf der Bühne. Nämlich mit Tom Jones, mit Sonny und Cher, Frank Sinatra, Diana Ross. Für dich war es wahrscheinlich die Schulbank deines Entertainments. Und nicht nur ein großes Abenteuer, sondern sicherlich auch harte Arbeit. Du hast damals gelernt, dass auch größere Wehwehchen und ärztliche Atteste kein Grund sind, um einfach mal einen Auftritt abzusagen. Diese Erfahrung hat dich zu dem Kämpfer gemacht, der du heute bist. Und deshalb bist du sicherlich heute auch
so fit und so strahlend hier bei uns. Wir sind sehr froh, dass du bei uns bist, lieber Karel. Du warst zur Zeit des Eisernen Vorhangs sowohl in der ZDF-Hitparade zu Gast als auch im Kessel Buntes. Und es kommt noch besser. Auf Kuba haben deine weiblichen Fans ein schweres Eisentor aus der Verankerung gerissen, nur um dich live zu sehen. Und schon bald darauf hast du beim Klassenfeind in den USA ein Country-Album aufgenommen. Wusste ich gar nicht, was für eine verrückte Karriere. Und vor gar nicht allzu langer Zeit, da hast du mit so unterschiedlichen Künstlern wie André Rieu, Xavier Naidoo, Semino Rossi, Nana Mouskouri oder Udo Lindenberg gemeinsam musiziert. Und egal, welche Kollegen man fragt, sie lieben und schätzen dich alle. Ein durch und durch sympathischer Künstler aus Prag, und über den Erfolg in Tschechien müssen wir gar nicht sprechen. Meine Damen und Herren, rein statistisch hat jeder tschechische Bürger mindestens eine Platte von dir zu Hause. Lieber Karel, seit vielen Jahren versuchen wir schon, wenn ich mal in Prag bin, uns mal persönlich zu treffen, mal einen Kaffee zusammen trinken zu gehen. Bisher hat es nicht geklappt, aber ich bin zuversichtlich. Eines Tages werden wir das auch noch hinbekommen, und ich möchte dir an dieser Stelle einfach von ganzem Herzen gratulieren. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch zur Goldenen Henne. Nicht nur sein Name ist himmlisch, auch der Erfolg. Mehr als 30 Millionen Tonträger hat die Goldene Stimme aus Prag, der Sinatra des Ostens, bisher verkauft. Karel Gott weiß, was ein guter Song braucht. Für einen Hit ist wichtig die Spontanität. Jetzt! Ja, Ausbruch, Explosion. Inzwischen kennt Gott und die Welt den gelernten Elektriker, der mit Weltstars wie John Lennon befreundet war und mit mehr als 50 Diamant-, Platin-, goldenen und silbernen Platten geehrt wurde. Viele seiner Lieder wurden zu unvergesslichen Hits. Die Wiege seines Erfolgs ist Prag, seine Heimatstadt. Hier wächst er auf und will eigentlich Maler werden. Doch er probiert sich auch als Sänger aus und erkennt seine wahre Leidenschaft. Sein größter Triumph: eine kleine Biene. Biene Maya, das ist etwas ganz Besonderes. So ein Riesenerfolg. Über drei Generationen. Das Lied praktisch arbeitet für mich, ohne dass ich irgendwie mich jetzt bemühe. Nur singen. Die ganze Halle singt mit. Meine Damen und Herren, die Goldene Henne für sein Lebenswerk geht an Karel Gott. Alles Ihre Fans, über viele Jahre schon. Ob jung, ob alt, das schaffen nur die allerwenigsten, nur die ganz Großen, alle Generationen gleichzeitig zu begeistern. Vielen Dank, Eva. Meine Damen und Herren, ganz besonders. Danke schön.
Meine Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Kollegen, ich danke für Ihren herzlichen Empfang und danke, Stefanie, für deine wunderschöne Laudatio. Nach deinen Worten wird es für mich jetzt schwierig, bescheiden zu wirken. Meine Damen und Herren, für mich bedeutete die Chance in Deutschland, singen meine Lieder und aufnehmen zu dürfen, einen ganz, ganz besonderen ganz besondere Chance? Glück. Meilenstein. Meilenstein, genau. Das wollte ich, hätte ich als nächstes Leben. Gesagt jetzt. Das wäre das nächste gewesen. Danke, danke, danke. Ja, Meilenstein in meinem Leben, das hat sehr viel verändert in meinem Leben natürlich, weil die Chance hier in Deutschland bedeutete für mich auch offene Türe zur weiteren Welt, weil das habe ich mir immer als kleiner Bub gewünscht. Einmal um die ganze Welt. Aber dazu reicht nicht. Es ist nämlich 50 Jahre her, als ich meine erste Plattenaufnahme in Deutschland bei der legendären Polydor machte. Und damals habe ich schon gefragt, weißt du wohin? Das war mein erstes Lied, so hieß es auch auf deutscher Sprache. Weißt du, wohin die Träume all entfliehen? Natürlich, weißt du, wohin? Ich wusste sofort, wohin ich will. Das habe ich mir gewünscht, schon als kleiner Bub. Einmal um die ganze Welt. Und das ist natürlich, da reicht nicht nur goldene Stimme, sondern auch ein bisschen Glück zu haben, die Richtigen zu treffen, die an einem glauben und ihn gut produzieren. Und das ist passiert, das war mein Glück. 50 Jahre Lieder, die in Deutschland Erfolg hatten. Ich danke Ihnen allen, die mir die Daumen gehalten haben und geholfen, auch in, nicht nur in guten Zeiten, auch in schwierigeren Zeiten. Und dafür bin ich sehr dankbar und bedanke mich für diesen wunderschönen Preis. Das ist für mich große Ehre. Danke vielmals. Danke.